So. Ach ja, warte, ich nehme ja irgendwen wieder mit. Wo ist denn der Stitch? Der war doch gerade noch hier. Wie ist denn der so schnell nach hoch gekommen? Stitch, warte! Stitch! Hallo? Lass uns abhängen. Komm. Alter, wie viele Nachtdornen hier wieder sind, ne? So, das heißt, da warten wir auf die nächste Nachtquest. Nachtdornenquest. Was so verkaufe. Leckeren Salat. Ja, das muss ich dann auch noch machen. Hier hinten. Ja, aber das ist ein glänzender, ne? Ja, das war ein glänzender. Mit dem kann ich nichts anfangen. War hier nicht auch immer... Ah, da hinten ist noch einer. So, dann haben wir das auch. Wie viele Gerichte muss ich verkaufen? Zwei. Füttere einen Fuchs. Ja, mit was? Ein Kaninchen? Warte, die sind hier oben. Da vorne hoppelt einer. Hi, mein Süßer. Wieso glänzt denn du so? Ah, bitteschön. Warst du im Wasser? So, Kaninchen. Auf der sonnigen Ebene müssen wir drei Fische fangen. Okay. Da haben wir auch was fertig. So. Lichtung des Vertrauens. Die ist eh gleich hier hinten. So, aber weil wir das Geld haben, weißt du was? Wir schauen mal, was kostet denn das? 1500. Ich muss mit dir sprechen. Ja, gleich. Zuerst will ich noch verbessern. 5000 nehmen wir natürlich auch. Mit einem kleinen Plausch. Gleich. Einen schönen Tag noch. 10.000. Ja, damit. Hey, ich habe einen Job für dich. Gleich. Einen schönen Tag noch. 20.000. Ja, damit. Okay, und einmal müsste man noch und dann wäre er eigentlich... Ich habe einen Job für dich. Einen schönen Tag noch. 30.000, her damit. Ist er dann fertig oder gibt es da noch eine Reihe? Nee, ist nochmal. Eine Minute Zeit. Gleich. Hallo. 40.000, her damit. Ich kann ihn nochmal aufwerten. Hey, ich habe einen Job für dich. Was kostet mir das jetzt? Nachbar. 50. Nee, da habe ich noch andere Sachen damit vor. So. Freundlichen Dank. Ja, was willst du denn, Dagobert? Ach so. Wir geben ihm mal die 5.
Ah, dann kriegen wir ja mal den Ding. Den. Ja, ja. Einen schönen Tag noch. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Nun, hier, was du wolltest, wo wir, so wie wir es besprochen haben. Dankeschön. So, und jetzt müssen wir die Lichtung. Falsch. Hier. Wo Schlamm ist, hat er gesagt, ne? In der Nähe des Wassers im Boden nach dem zweiten Stück. In der Nähe. Oh, hier liegt ja was. Ah, hier ist es. Sehr schön. Sag Ariel, wo ist denn unsere Ariel? Unsere Ariel ist zu Hause, deshalb gehen wir zu ihr nach Hause. So. Hallo, Ariel. Hallo. Du hast alle Teile von Eriks Statue. Oh, danke, Ori. Jetzt können wir sie reparieren. Könntest du sie, sobald sie repariert ist, am schillernden Strand aufstellen, damit sie jeder sehen kann? Wenn jeder sie sieht, werden sie sich bestimmt an ihn erinnern. Irgendjemand muss doch wissen, wo er ist. Warte. Das hatte ich fast vergessen. Du brauchst das Zeug, das Goofy mir gegeben hat. Er nannte es Alleskleber und meint, es klebt alles zusammen. Ich glaube, die Menschen benutzen es, um sich die Haare zu machen. Aber das weißt du ja sicher alles. Probier's nicht. Niemand nützt es dafür. Oh, danke, dass du mir das gesagt hast, aber ich denke, das ist, was wir brauchen, um Eriks Statue zu reparieren. Ich hoffe, es wird stark genug sein. Das ist kein Haarspray. Auf Wiedersehen! Okay, dann reparieren wir die... jetzt. Dann auf nach Hause. Wo sind wir denn hier? Unsere Werkbank ist hier. Da. Ja. So. Hup. Sieht cool aus mit ihrem Kopf drauf. Okay, wir kleben und basteln zusammen. Und die will sie am Strand haben. Und wohin am besten? Hier sieht man es halt kaum, ne? Wenn ich es hier hinpack. In der Nähe des Fußes der großen Treppe. Oh. Ja gut, dann sind wir hier sowieso falsch gewesen. Ich hätte vorher lesen sollen, bevor ich es einfach willkürlich platziere. Upsi. Achso, okay. Okay, so. Am Fuße der Treppe. Hier so. Weil drauf geht nicht. Und hier sitzt halt dann gleich jeder, wenn wer runterkommt. So, hebe die Erinnerung in der Nähe des Fußes der Treppe am schillernden Strand auf. Da drüben liegt sie. Wie siehst denn du aus eigentlich? Aha. Okay. Ein Bild. Ah, das ist er mit Ursula.
Ursula, was hast du vorgehabt oder was hast du gemacht? Dein Gesicht sagt nichts Gutes. Okay, erzähle Ariel, was du gerade gesehen hast. Okay, los geht's. Ja, da komme ich wieder nicht dran vorbei. So, Ariel, bleib doch hier. Hallo. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Ori, hast du noch etwas darüber herausgefunden, wo Eric sein könnte? Eric hat dir gesagt, dass er mit jemandem reden würde. Die Erinnerung zeigt, wie er mit Ursula spricht. Das schließe ich mal aus. Warum sollte er das tun? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht dachte er, sie wüsste etwas über das Vergessen. Das beunruhigt mich. Wie werden sie dazu bringen, die Wahrheit zu sagen? Wie werden wir sie dazu bringen, die Wahrheit zu sagen? Ich kümmere mich darum. Ich will nicht, dass du dich in Gefahr begibst. Oh, ich habe keine Angst vor der Gefahr, aber du hast recht. Ursula wird mir nie die Wahrheit sagen. Sie wird ihre Geheimnisse nicht einfach mit jedem teilen. Du musst dir ihr Vertrauen verdienen. Sogar ihre Freundschaft, wenn du kannst. Bitte sei vorsichtig. Ursula kann sehr gefährlich sein. Ich warte hier auf dich, wenn du zurückkommst. Ist das nicht fantastisch? Okay. Das heißt... Das ist abgeschlossen. Okay, dann, also mit Merlin müssen wir noch sprechen. Dann schauen wir mal hier. Oh, das habe ich jetzt weggetan. Naja, gut. Ist eigentlich nicht so tragisch. So, dann schauen wir noch mal, ob da eine Blume nachgekommen ist. Eine blaue. Und was ich im Fuchs füttern muss, weiß ich nicht. Nee, aber da ist keine blaue Blume nach, ne? Nö. Kannst du knicken. Okay, dann gehen wir zu Merlin. Er weiß was über die Zeitkapsel und das wollen wir auch wissen. Wo ist er denn jetzt? Ah, hier kommt er gerade hoch. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ich habe gehört, dass du weißt, wie man die Zeitkapsel öffnet, die Donald und ich ausgegraben haben. Aha. Ich muss doch wissen, wie man es öffnet. Schließlich bin ich derjenige, der sie verzaubert hat. Perfekt. Und was ist da drin? Jetzt warte mal, nur weil ich weiß, wie man sie öffnet, heißt das nicht, dass ich mir die Mühe mache. Aber ich erkläre dir gerne, wie man es macht. Ich habe alle Details in meinen Tagebüchern gefunden. Die Zeitkapsel steht unter dem Odorus Prächtigus. Prächtigus-Zauber. Odorus Prächt... Was? Ach, das hat was mit Gerüchen zu tun. Odorus Prächtigus. Die Zeitkapsel öffnet sich nur, wenn sie mit genau dem richtigen Duft konfrontiert wird. Also geht's doch um Duft. Okay, ziemlich genial, wenn ich das mal so sagen darf. Der richtige Duft? Hä? Hoffentlich ist es ein guter. Ah, das sind deine einzigen Probleme. Auch nicht schlecht. Mit diesem Zauber kannst du es herausfinden. Es hat alles, was du brauchst, um genau den richtigen Duft zu erzeugen. Okay, sein Notizbuch. Wenn du alles zusammengemischt hast, komm zu mir und wir öffnen die Zeitkapsel. Okay. Danke, sehr. Gelbe... Was ist ein rosa Hauswurz? Was ist rosa Hauswurz? Hä? Ach so, die.
Und da bin ich aber unsicher, ob ich da welche zu Hause habe. Warte, ich schaue zuerst mal nach Hause. Ein leeres Fläschchen kriegen wir auf jeden Fall zusammen. So. Warte, ich schaue zuerst. Anscheinend brauchen wir die auch. Haben wir da gelbe... Ja. Und die brauche ich anscheinend auch. Ich habe aber keine. Ich habe nur die gelben. Außen vielleicht noch. Schauen wir mal. Warte, ihrem... Nee. Nee, 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 nee. Okay. Dann schauen wir mal hoch zur Ebene. Die Rosanen sind das. Aber hier muss ich ja trotzdem einen Vogel, glaube ich, füttern. Warte. Ah, da kann ich bestimmt einen Bären. Dankeschön. Siehste. So, und das ist die auch nicht. Das ist eine Orange. Ist das eine Rosa? Nee, ich glaube, die war pink. Die sieht so weißlich, glaube ich, aus. Hier vielleicht noch, aber hier ist nichts mehr. Nee. Das sind ja keine Blumen. Oh, hier liegen noch Algen. Ah, die sind dann super selten wahrscheinlich. Wenn ich mich nicht vertan habe. Warte, Sammlungen sammeln. Nee, das sind eh die. Wird super selten sein wahrscheinlich. Eine weiße. Da drüben werden bestimmt welche sein, ne? Aber da komme ich noch nicht dran vorbei. Da müssen wir mit dem Scar noch, glaube ich, höher werden vom Level her. Aber... Es ist nichts mehr da. Nö, 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 nö. Okay. Hi. Gut, dann das ist sowieso mal... Da muss ich nochmal hoch. Und da brauche ich für die Cards. Okay. Wir nehmen das an. Das machen wir jetzt dann nachher. Aber zuerst... mache ich ein kleines Bäuschen. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Auf geht's. So, wir brauchen Ei und Butter. Wir machen gleich hier für Vanellope die nächste, also die Quest hier. So, einmal Ei und einmal Butter. So. Oh, ich brauche 4 Eier und 4 Butter. So, aber warte noch ganz kurz. Okay. 3. Und nochmal 3. So. Backe. Heck des Zuckerkarts. Oh, verdammt, warte, ich muss schauen, was brauche ich denn da überall dazu?
Weizen, Zuckerrohr, Ei, Butter, Milch. Weizen, Butter, Ei, Zuckerrohr. Was? Sitz aus Karamell, die geheime Zutat in diesem Teil, Backkart. Nee, das kann so mal nicht gehen, ne? Weizen. Ei. Butter. Wo ist der Zuckerrohr? Zuckerrohr. Habe ich überhaupt eine Ich brauche ja eine Milch auch. Au, hier. Ha. So, das heißt das Heckhammer. Ein Sitz brauche ich. Okay, da brauche ich jetzt Milch. Uff. Okay, so warte. So. Bup. Bup. Und dann brauche ich noch das Rad. Viermal. Das heißt, ich brauche noch ein Ei. Warte, ich hole das Ei gleich noch. Ups. Da. Und jetzt bringen wir Vanellope, die sogar hier sind, die Teile. Hey! Das muss ich dir lassen, du backst eine anständige Kart.
Konstruktion. Meine Freundin, jetzt brauchen wir nur noch Muttern und Bolzen. Muttern und Muttern? Was brauchen wir? Gut, dass du nachfragst. Da dies keine von Süßigkeiten angetriebene Welt ist, brauchen wir echte Elektronik und etwas, womit wir starten können. Ich wette, Wolle verfügt über eine Energiequelle und Elektroschrott, die wir verwenden können. Schau einfach bei ihm vorbei und schnapp dir was. Und keine Sorge, er besorgt mir seine Sachen ständig aus. Wir brauchen auch etwas zum Kleben. Frag vielleicht einen Dorfbewohner, der sich gut mit Gebäck auskennt. Bring mir dann alles, was du eine Energiequelle, Elektronik, Bauteile und etwas zum Kleben hast. In der Zwischenzeit werde ich nachsehen, ob Ursula etwas Mysteriöses in der Höhle, in der sie gefangen war, zurückgelassen hat. Tschüss! So, Bananenkuchen. Und Bulla. Okay, warte. Das kann ich nicht aussprechen. Können wir das machen? Können wir machen? Und was war das noch? Ein Bananenkuchen, oder? Das ist eine Nachspeise. Da. Hammer. Sehr gut. Dann. Einmal sei für dich. Sei gegrüßt, oh Freund. Ja, bitteschön. Und. Wieso hat das so lange gedauert? Für dich haben wir auch. War nur Spaß. Soll ich. Ja, gib mir einen mütterlichen Rat. Oh, es ist so schön, jemanden zu haben, der meine Freundlichkeit zu schätzen weiß, im Gegensatz zu einigen undankbaren Kindern, die ich nicht nennen werde. Aha. Wozu möchtest du einen Rat, Schätzchen? Zum Gründen, warum ich meinen Turm nicht verlassen sollte. Zum Leben. Nehmen wir das hier einfach. Aha, jetzt bist du diejenige, die mich aufzieht. Ich werde mich daran erinnern. Worauf wartest du noch? So, los. Und zwar. Tata! Ich habe eine Meeresfrüchte-Dings gemacht, verdammt. Deshalb. Oh. Gut. Okay, sammle Ersatzteile aus dem Haus von Wally. Dann gehen wir mal. Ah, Wally wohnt ja hier hinten. So, Wally. Elektroschrott 3 und eine Energie. Die Quelle. Haben wir alles. Sehr schön. Ach, wer war das vor allem in Klebstoff? Das nicht. Goofy. Goofy ist zu Hause. Okay, schauen wir mal. Schön, dich zu sehen. Hallo Goofy, Vanellope und ich brauchen bauen ein Rennauto. Hast du etwas, mit dem man Gebäck aneinander kleben kann? Oh. Hui, ein Rennauto aus Gebäck, da muss ich mir unbedingt ansehen. Aber ich habe nicht viel Ahnung von Backen oder Kleben. Ich weiß nicht, wie ich helfen könnte. Am besten redest du mit jemandem, der gerne backt. Wer backt denn gerne?